April, April, der macht, was er will. Diesen Spruch kennen sicherlich die meisten. In den vergangenen Jahren, da war der April aber eher der wonnig-sonnige Typ und wenn überhaupt, dann nur mal wirklich kurz ein Spätwinterling. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Wetter Online. Ja, seit etwa Anfang der 2000er Jahre ist der April im 30-jährigen Mittel um rund 1,5 Grad wärmer geworden. Bei den Monaten Spitzenreiter war der April 2018 mit einer Mitteltemperatur von 12,3 Grad. Das sind 5 Grad mehr als in einem durchschnittlichen April. Besonders gegen Monatsende, da kann das Thermometer in einem April dann durchaus schon mal Werte von 30 Grad und mehr anzeigen. So auch am 28.04.2012. Damals wurden in Kitzingen und in Bad Mergentheim Temperaturen von 32,9 Grad gemessen. Aber auch im April 2018 war es über lange Zeit überdurchschnittlich warm. Aber auch mäßige oder strenge Nachtfröste sind im April immer noch ein Thema. Am 8. April 1956 bibberte man in Schwarzenberg in Sachsen bei minus 16,3 Grad. Ja, wenn dann alles richtig dumm läuft, dann kann es im April sogar noch mal bis ins Flachland schneien. So auch am 11. April 86, damals lagen in Weimar 30 cm Schnee. In Sachen Sonnenschein ist im April so einiges möglich. Während in trüben Monaten kaum 100 Sonnenstunden gemessen werden, reicht's in sonnigen Monaten für über 200 Stunden, wie auch im vergangenen Jahr im April 2018. Ja, und beim Niederschlag, da geht's im April immer weiter bergab. Während im 30-jährigen Mittel Anfang der 90er Jahre noch 57 Liter Niederschlag im Monat gemessen wurden, sind wir mittlerweile nur noch bei 48 Litern. Um den letzten überdurchschnittlich nassen April zu finden, müssen wir schon bis ins Jahr 2008 zurückblicken. Dem zuvor, im Jahr 2007, hatten wir es allerdings mit einem extrem trockenen April zu tun. In einigen Landesteilen kam damals gar kein Regen vom Himmel. Was der April aber definitiv nicht kann, er kann nicht als Indikator für das Wetter im Sommer herhalten. Wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt, das steht noch in den Sternen und das weiß wirklich niemand. Was der April in den nächsten Wochen aber so auf Lager hat, das erfahrt ihr am besten mit der Wetter Online App. Ich bin Björn Goldhausen von Wetter Online.